Während Steuerfahnder bundesweit Firmen und Wohnungen filzen, haben mehrere Kanzleien laut Medienberichten bei der Staatsanwaltschaft in Berlin Strafanzeige wegen Untreue gegen die Bundesregierung eingereicht. Und damit begrüße ich Sie zum FDD-Thema am Dienstag. Anlass für die Strafanzeigen sind diverse Meldungen, wonach dem Informanten des BND mehrere Millionen Euro für die Daten gezahlt wurden, die die Basis für die Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung sind. Unterdessen sucht die Justiz in Liechtenstein nach dem Informanten, der dem Bundesnachrichtendienst die Daten der LGT-Bank über mutmaßliche deutsche Steuerbetrüger verkauft hat. Die Berliner Zeitung zitiert den leitenden Staatsanwalt Robert Wallner mit den Worten: "Ich finde es zumindest befremdlich, dass deutsche Behörden Geld an einen Verbrecher zahlen, um die von ihm gestohlene Ware in ihren Besitz zu bringen." Dagegen hat die Regierung den Deal mit dem Informanten verteidigt, so sagte Finanzminister Peer Steinbrück: "Ich hätte gern die Welle der Empörung gesehen, wenn wir das nicht gemacht hätten." Der Ankauf der Daten-DVD hat dazu geführt, dass Steuerfahnder und Staatsanwälte ihre Offensive gegen mutmaßliche Steuerhinterzieher gestern gestartet haben. Im Zuge dessen wurden auch erste Privatbanken durchsucht, darunter Geschäftsräume des Bankhaus Metzler in München und Frankfurt. Zudem gingen bereits mehrere Selbstanzeigen von Steuersündern mit Guthaben in Liechtenstein bei den Finanzämtern ein. Vertreter aus Wirtschaft und Politik fordern derweil härtere Strafen für Steuersünder. Die Frage ist, ob die Strafrahmen bei Wirtschafts- und Steuerdelikten nicht deutlich ausgeweitet werden müssen. Dies gilt gleichermaßen für Mindeststrafen wie für Höchststrafen. Wir müssen die Spruchpraxis der Gerichte überprüfen. Und das Dritte ist, dass man auch prüfen muss, ob das Strafmaß insgesamt ausreichend ist für solche Steuervergehen schwerster Art. Insofern muss Sorge getragen werden, auch durch die Gesetzgebung in unserem Land, dass solche Missbräuche, wie sie offensichtlich der Fall sind, nicht passieren können. Und wenn, dass sie dann in der Strafe so hart sind, dass sie eine entsprechende abschreckende Wirkung haben. Nach der jetzigen Gesetzgebung droht Klaus Zumwinkel eine Haftstrafe, sollten sich die jüngsten Vorwürfe gegen ihn bewahrheiten. Er soll 1 Million Euro Steuern hinterzogen haben. Und als Faustregel bei den Steuernrechtlern gilt: ein Jahr Gefängnis pro hinterzogenen 250.000 Euro. Und eine Strafe von 4 Jahren kann nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Danke fürs Zusehen. Bis morgen früh zum Business AM mit Nicolas Lieven. Bis dahin. Tschüss.